Ja, und willkommen zurück. Wir machen einen kleinen Roadtrip. Also ich mache den jetzt schon zum vierten Mal. Ich fange gleich an zu weinen. Nicht, weil wir dauernd sterben, sondern weil wir technische Probleme haben. Also hatten. Ich hoffe mal, das Mod hat sie jetzt beseitigt. Das ist das FPS-Counter-Mod hier. In einer etwas älteren Version. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu Nein. tun? Das war eine interne Ermittlerin, die für die Direktorin arbeitet. Interne Ermittler und Spectre zur gleichen Zeit. Annalise hat eine üble Woche. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was Mod brauchen. soll hoffentlich den Pixelmatsch beheben, wenn wir da hinten auf Gipfel 15 sind. Also, Der Zugang zur Garage ist beschränkt. wir haben einen, also ich hoffe es zumindest. Werden wir dann gleich sehen. Ja, den Weg bin ich schon jetzt ein bisschen gefahren. Ich würde sagen, den mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Echt? Wetter im Alejutztal soll ziemlich übel sein. So. Einmal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Ein geht. Was geht? Ja. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Fahr mal die großen Geschütze aus. Das ist verdammt ungenau, das Ding. Schießt sich selber. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer das Ding gebaut hat, aber der hellste war nicht. So. Was zum... Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern! Tja, das war Was haben Sie hier gemacht, Commander? Geht-Angriff Die abgewehrt. Geht haben uns angegriffen, wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Oh. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. So. Ich würde jetzt mal hier mal noch ein Upgrade-Zeug-Dings. Alles mit. Dann steigen wir diesen kleinen Marco hier ein. Zack. Und auf geht der Spaß. Oh, dann müssen wir was besteigen. Genau. Ich habe gesehen, dass der Garus ja halb tot war. So, jetzt kommt die erste Brücke. Mit. Und dann los. Oh, so ich. Ja,
das war's. Dann fahren wir mal weiter. Na dann. Attacke. Sammeln. Hier war ein bisschen. Und weiter geht's. Was schießt hier denn? Hörst du? Was schießt hier von wo? Von da hinten? Die nächste Brücke ist erschienen. So, was schießt jetzt noch? Das ist schon der nächste Geschützturm, Leute. Ah, ich glaube, der ist jetzt wirklich zu weit weg. So, weiter geht's. Können wir nicht, wa? So rumfahren. Schade. Ja. Oh, da ist ja noch einer. So, bald sind wir da. Dann toi, toi, toi. Die mal diesmal glatt geht. Hey.
sieht gut aus. Kein schwarzer Pixelmatsch. So, aber wenn wir schon hier sind, genau. Wir haben nicht noch ein paar Stufenaufstiege gehabt. Jetzt einmal. Machen wir die beiden fangen. So, und dann gucken wir mal kurz im Inventar, ob wir was Besseres haben. 64. Ja, die nehme ich mir gleich mal. Pistole. Nehme ich mir auch mal. Präzisionsgewehre 152. Auf jeden Fall. Sind aber nichts und als die, die wir gerade haben, dann können wir gucken. Ja. Verstärker. Haben wir nicht. Präzisionsgewehr. Da haben wir eins. Hm. Ah. Besser das Visier ist da vielleicht auch gar nicht schlecht. Oh, hier haben wir noch eine bessere Pistole. Und dann bekommst du da Phasenmunition rein. Ist auch besser als die, die sie gerade hat. Da hat die radioaktive Munition rein. Da haben wir leider nichts, aber wir können noch Munition machen, nehmen wir Phasenmunition. So, Garus. Du kannst die da haben. Nix. Nimmst du die? Und da haben wir auch nichts für dich, ne? So, ein bisschen aufräumen können wir aber. Drei lassen wir mal da, die zwei auch noch weg. Mit die behalten wir. Der ist auch mal weg. Okay, damit sollte alles erledigt sein. Mach mal sicherheitshalber einen Speicherstand, falls doch noch abkackt. Na, schauen wir mal. Yara hat's erwischt. Sowas. Nicht schlafen, hier ist doch bloß noch irgendwo einer. Vorsicht! Anna! Oh, ich hab noch was anderes. Wer ist das? Moment. Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Dorthin. Hallo. Ja, sind wir noch? Ja, müssen wir mal da hin. Oh, das gibt es irgendwo. Da geht aus. Stimmt.
durch. Verdammt. gut. Wait, Kit. Die Gefechtstürme in die falsche Richtung. Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Ach, was? Ah ja. Na, ah, nicht aufgepasst. Fixt durch. Was ist denn hier los? Ja, hier. Geht. Tür geht nicht auf. Das ist die Cafeteria. Oh, wir fahren mal wieder Fahrstuhl. So, wo sind wir denn jetzt? Ach je. Sehe ich noch im Radar? Wie hat der hier unten auch überlebt? Gucken, wo er ist. Peng! So. Tiere, Wind, dieser Ort ist übel mitgenommen. Was ist das? Das. Das ist doch. Was ist das? Rachni? Tatsächlich, Rachni-Arbeiter. Ich denke, die sind alle ausgerottet. Alten Krukaner. Keine ganze Arbeit geleistet. Nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Ja, wenn wir jetzt Rex mitgenommen, wüsst du das. Der weiß das bestimmt. Gravitationswaffenforschung. Spinnt. Ja. Schon durchlassen. Kit. Wo kommt der denn her? Ja. Toll.
Oh. Unerwartet, ein Fahrstuhl. Ein Hilfsstromsystem, Commander. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Na toll. Geht das nicht mal? Passagierzüge. Okay. Stimmt auch zu. Ja. Hier, was macht er? Da, Kehr betreten. Mira. Kern verlassen. Speicherkern Zugriff. Nur das manuell. Okay, wir müssen jetzt was machen. Ach, jetzt spielen wir Türme von Hanoi, wa? So, wie gesagt, ich glaube, wir müssen, glaube ich, zu Kern 3, oder? Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Verdammt, ein Pop-up! Wie schalte ich das Ding aus? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Funktioniert überhaupt was? Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung.
Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe-1-Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe-2-Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe-3-Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Super. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. So, dann geht's zum Dach. Landleitung. Cafeteria. Zum Zug. Zum Zug. Achtung. Manueller Neustart. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Gehen wir doch erstmal aufs Dach. Und ein Wunder, ein Fahrstuhl. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ah ja, natürlich. Ach, nichts. Warnmeldung. Ja. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmung... So. Dürft wieder aufstehen. Okay, dann. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Ach, hier. War es das schon?
Teile. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Okay. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Lasst uns wieder Fahrstuhl fahren. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Dann müssen wir zum Reaktor. Scheiße. Ich glaube, das machen wir bei der nächsten Folge. Die kommen bestimmt noch mehr Rachis. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ja, geht ja los, aber erst nächste Folge. Also. Bis dann. Ciao, ciao.